Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind mit Arthur hier noch in Strawberry. Wir haben das letzte Mal ja hier unsere Schulden eingetrieben, indem wir das weiße Puma-Fell verkauft haben. Und nun wollen wir uns hier noch ein bisschen umsehen. Wir haben ja von diesem Bürgermeister nochmal gehört. Dieser New Yorker Gast hat von dem erzählt. Vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen was von. Und außerdem, schaut mal, hier unten ist ja auch noch irgendwie was Interessantes. Lasst uns hier mal gucken. Wir haben das noch gar nicht so richtig hier umgesetzt. Oh, schaut mal. Hier ist ein Kellerfenster, in das wir hineinblicken können. Was haben wir denn hier? Und da hält der Bürgermeister schon eine Rede. Gehen wir gleich hin. Das sieht ja aus wie eine Schwarzbrennerei hier im Keller. Okay, wieder ein geheimes Geschäft, was wir entdeckt haben. Das können wir ausrauben. Das hatten wir ja in Valentine auch schon gemacht. So mit halbem Erfolg. Den Tresor hat mir nicht geknackt, aber gut. Naja, mal sehen, wie wir das machen. Einen zweiten Eingang scheint es von dort unten nicht zu geben. Oder wir müssen nochmal ums Haus gehen. Was erzählt er hier? A chance to make you feel like this is your home. Since I've been elected mayor, I have reduced the criminal element significantly. But more than that, I have raised the cultural element. We have transformed Strawberry into a veritable Versailles of the West. Ein Versailles des Westens, oha. Venice in the mountains. Manhattan without the pollution. We are a sophisticated place for sophisticated folk. So sehen die hier auch aus. Welcome one, welcome all. Whether you're stopping for an hour or a lifetime, we embrace you. Ha, wie er nochmal selbstzufrieden lacht am Ende. Warum liest er eigentlich aus der Zeitung vor? Oder hat er da seine Rede dort notiert? Sehr merkwürdig. Können wir mit dem Timmons, so heißt er, Nicholas Timmons, mit dem können wir aber nicht reden. Wir haben doch schon mal von dem so eine Rede gehört, glaube ich, ne? Irgendwie ist das ein merkwürdiger Typ. Also da gebe ich dem New Yorker mal recht. Aber was der hier eigentlich, also offenbar, da hat er mega Visionen und ist sehr gut daran, das in große Worte zu fassen. Aber ich meine, guckt euch diesen Ort an. Er hat schon eine gewisse Idylle, muss ich mal schon sagen. Also mit ein bisschen Fantasie kann man sich das hier schon prosperierend vorstellen, aber ich glaube, die Zeiten sind noch nicht so weit. So, was machen wir denn jetzt hier? Wir haben Chaos gestiftet, glaube ich nicht. Eine Sache, die müssen wir auch nochmal kurz angehen, denn ich kann mich erinnern, dass wir uns hier hinten umziehen konnten, warum auch immer. Hier scheint eine Garderobe zu sein. Und jetzt ist es so, wir sind hier im Norden, es ist ein bisschen kälter. Und ich habe ja schon festgestellt, merkwürdigerweise, wir hatten eigentlich drei gespeicherte Outfits. Aber ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber die sind nicht auf dem Pferd, wenn ich das richtig sehe, sondern nur dieses Standard-Outfit. Ich bin mir nicht sicher, was ich da falsch gemacht habe. Aber wir wollen uns hier wieder ein bisschen besser kleiden, ein bisschen wärmer ankleiden. Deswegen nehmen wir wieder unsere traditionellen Jacken, die wir hatten, also die Hirschbockjacke und die King. Ne, die King hatten wir nicht, ne? Hatten wir die. King war uns, glaube ich, zu viel des Guten. Gut. Alles klar, wir ziehen uns ja wieder um, wenn es weiter gen Süden wieder zurückgeht. Wir werden hier noch ein bisschen verbringen. So, jetzt schauen wir mal rein hier in diesen Laden. Ne, ich wollte. Ist ja gut. Ich wollte unten nochmal gucken, ob es da irgendwie einen Weg rein gibt. Vielleicht gibt es ja so eine Art Geheim. Eingang. Der fragt sich wahrscheinlich, was machen wir hier? Auf jeden Fall kann man hier lang. Das ist ganz interessant. Die grüßen uns alle von oben. Die Sicht ist nicht so gut. Ich schalte mal auf Ego. Okay, hier geht es runter zum Bach. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Hier käme man auch runter. Das Nachbarhaus. Nee. Alles ein bisschen auffällig, was wir hier gerade betreiben. Aber wenn der Laden geschlossen ist, geht das wahrscheinlich auch gar nicht. Nun gut, dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. Und machen das auf die gleiche Art und Weise wie in Valentine. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt, wenn ich mich entsinne.
So. Wir können eigentlich dann das Ding mal. Haben wir noch nie gemacht? Setzen wir mal auf. Look, listen. You can't have masks drawn in my shop. I'll need. Klappe. Ah, schaut mal. Keller ausrauben. Hervorragend. Not so fast. Basement. I want to see what you got cooking down there. That ain't nothing. Just a little batch of white lightning to warm the old bones. Take me down there. Now! Ah, Kellerklappe, alles klar. Ja, geh mal runter hier. Aber zügig, mein Freund. Ich will sehen, was du da unten hast. It's down this way. Like I say, nothing to see really, just a little drop on the side. I'll be the judge of that. Okay. Gucken wir uns hier mal um. Hier haben wir irgendwelche Fläschchen, Dosengemüse, Zeug, was wir schon haben. Da hinten steht noch ein kleines Fläschchen, das könnte noch interessant sein. Aber ansonsten sehe ich tatsächlich hier nichts. Baldrianwurzel, das ist schon mal gut. Nehmen wir. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorstelle. Freundchen. Show me where the money is. I ain't gonna ask you twice. Okay, okay. There's a loose brick in the wall by the still. Whoa, please, stay back. Wo denn? That's better. Ah, warte, hier. Ja, hervorragend. Sehr gut. Das habe ich gesucht, Geheimversteck. You don't need to take it all. Ach komm, jetzt jammer nicht. You keep your mouth shut. Genau. Maybe I'll keep my mouth shut about this operation of yours. So, ich würde sagen, wir hauen jetzt mal schnell ab. Wir legen mal die Maske ab. Men like you make me sick. Ach, schaut mal, wir können doch die Kasse ausrauben. Bleib mal noch unten. Das ist so ein Jammerlappen. Der hat's verdient, außer macht er kriminelle Geschäfte. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier nicht ewig lange noch an dieser Stadt verbleiben. Wer weiß, wen er jetzt hier animiert. Wir steigen mal schnell auf und gucken mal, wo wir hinreiten wollen. Ich hatte jetzt den Plan, dass wir hier oben diesen Little Creek River hinaufreiten. Dort waren wir noch gar nicht. Aber ich sehe gerade hier am Ovanjila-See sind wir auch noch nicht gewesen. Ich denke, das nutzen wir mal und reiten zumindest diesen Weg lang. Vielleicht ist das ja eine schöne Ecke. Gut, also machen wir uns jetzt mal relativ zügig von dannen. Hier rum. Wo müssen wir lang? Da oben lang, alles klar. Seht ihr, es regnet und es ist kalt. Gut, dass ich zumindest meinen Mantel wieder angelegt habe. Okay, wir haben fast $80 hier bekommen. Mal sehen, ob die in der Stadt, wie die hier weiter auf uns zu sprechen sind. Der Ladenbesitzer wird uns wahrscheinlich nicht mehr hier groß bedienen. Oh, warte mal, der Prediger. Whoa. Da gucken wir kurz mal. Stop. Stop it. Just go away. Stop it. Was ist mit dir? Hello, mister. Hallo. I'm not coping very well with life. Ja, das merkt man. Vor allem, warum steht er immer... Er schickt mir keine Nachricht. I've been here for years and nothing. Okay, er wartet hier seit Jahren auf irgendeine Nachricht. Wahrscheinlich auf irgendeine göttliche Nachricht. Er lebt hier so ein Einsiedler-Dasein, so wie es aussieht. Was macht er jetzt? Setzt er sich dahin? Legt er sich dahin? Betet er dort? Er legt sich dahin. Oha. Und ab und an scheint er in diesen Fluss zu gehen, was auch immer er da macht. Und dann bittet er, wünscht sich irgendwas, jammert rum. Ich weiß es nicht. Hm,
Gut, vielleicht lohnt es sich hier ab und an nochmal vorbeizuschauen, wenn wir hier mal wieder lang reiten. Okay, Scotch, es geht weiter. So. Scotch, geht's ganz gut? Wie geht's uns? Ah, wir haben Hunger, merke ich gerade. Es ist auch gar nicht mehr so früh am Tag. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden auf jeden Fall heute draußen übernachten. Das ist schon mal klar. Mal sehen, ob wir eine schöne Gegend dafür finden. Und vielleicht werde ich auch heute mal gucken, wie das ist mit dem Mond. Ob man irgendwie einen Halbmond sehen kann. Wir sind ja hier in der Nähe wieder vom Mount. Mount Shen hieß er, ne? Naja, gucken wir uns erstmal diesen schönen See an, den wir noch nicht kennen. Also mal wieder einige Zeit, vielleicht ein paar Tage in der Natur. Waren wir lange nicht mehr. Ah, Eichhörnchen. Entschuldigt, Leute. Ab und an bekommt es mich noch. Halt, ich bin ja hier. Da habe ich auch erstmals unser Tomahawk gesehen. Hier sind Hasen, aber da war doch ein Eichhörnchen, ne? Shit. So. Der Typ ist direkt nervös geworden, weil wir geschossen haben, aber ja, man muss nebenbei mal ein bisschen jagen. Gemeines Rothörnchen. Ah, ich habe die Sterne nicht gesehen. Ich glaube, es waren nur zwei. Wir nehmen es trotzdem mit. Pearson wird sich freuen. War nur gut. Wir müssen ein bisschen Glück haben bei diesen Aktionen. Warum mache ich das? Weil ich einfach... Also die sind ja hier irgendwie... Naja. Weil ich einfach nicht glaube, dass wir das hinkriegen, ein Eichhörnchen zu beobachten und dann gezielt zu schießen. So, jetzt wollen wir aber mal diesen wunderbaren See genießen. Der hier wirklich sehr schön gelegen liegt. Oh, hier haben wir da unten einen richtigen Damm. Das haben wir ja auch noch nicht gesehen. So eine Art Staudamm. Ich werde mal mit dem Fernglas hier das Ufer absuchen. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was uns interessiert. Ein Elch, der durch den See schwimmt. Und, was auch immer, ein Wolf, ich weiß es nicht. Dahin ist der Zufluss. Aber ansonsten, da haben wir noch einen Hirsch. Den wir aber nicht brauchen, deswegen beobachte ich ihn nicht genau. Okay, aber ansonsten... Oh, und da sind... da sind Kanus, mit denen können wir vielleicht fahren, aber sollen wir jetzt hier auf diesem kleinen See paddeln. Ich will mir aber trotzdem nochmal dieses Stauwerk hier anschauen. Das sieht doch irgendwie interessant aus. Gucken wir mal. Auf jeden Fall scheint es hier eine Regulierung halt dieses Gewässers zu sein. Bei Hochwasser oder so können sie hier wahrscheinlich irgendwas schließen. Wobei der Stausee hat nicht wirklich viel Staupotenzial. Ne? Also das Wasser steht hier schon ziemlich, ziemlich hoch. Oh, schaut mal. Da haben wir eben einen schönen Fisch gesehen. Möglicherweise auch ein Gebiet für einen legendären Fisch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint man hier gut angeln zu können. Zu dem Punkt nochmal eine Ergänzung. Ihr habt mir geschrieben, dass diese legendären Fische, dass man dafür tatsächlich noch Spezialköder braucht. Ich hatte ja nur den normalen Seeköder, aber es scheint Spezialköder zu geben, die ich mir auch noch gar nicht kaufen konnte. Nun gab es tatsächlich eine unterschiedliche Information, ab wann man das kaufen kann. Irgendjemand meinte, ab jetzt wäre das möglich. Und deswegen markiere ich das jetzt hier auch nochmal, dass wir vielleicht da nochmal gucken können, ob jetzt dort Spezialköder möglich sind. Andere sagten, das wäre erst möglich ab einer bestimmten Questreihe. So, aber das haben wir uns angeguckt, wenn ich mich
recht entsinne. Oder wollte ich da noch irgendwie hin? Das haben wir uns angeguckt. Das war, glaube ich, dieses große Haus dort. Das hat sich erledigt. Okay, also das schauen wir mal. Ich finde das plötzlich doch irgendwie ganz interessant. Vielleicht mal den einen oder anderen legendären... Ah, schaut mal, tatsächlich. In der Nähe des Flat Iron Lakes wohnt jemand, der für sein Interesse an Fischen bekannt ist. Okay, jetzt wird das was. Also hier haben wir den nächsten legendären Fisch. Und das scheint... Molly Oshinley. Flat Iron Lake. Welcher ist das? Ist das der, an dem wir sind? Gut, also es gibt jemanden, der an legendären Fischen interessiert ist. Vielleicht ist das die besagte Questreihe. Interessant. Mal sehen, wie weit wir uns damit noch mit beschäftigen werden. Vielleicht sind die Kanus auch deshalb dort, damit man mit ihnen rausfährt, um diesen legendären Fisch zu angeln. Das könnte auch sein. Gut, lasst uns weiter hier an diesem schönen See entlang reiten. Leider ist es sehr, sehr diesig. Die Sicht ist heute nicht so gut. Schade drum. Ihr Hasen habt Glück. Euer Fell brauche ich, glaube ich, im Moment nicht. Deswegen könnt ihr mir hier den Weg weisen. Das ist sehr nett von euch. Ja, der Blick auf den See ist leider nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber trotzdem ein schöner Abend. Die Abendsonne blendet uns massiv. Ich finde hier kaum noch den Weg. Aber die Hasen begleiten uns weiter. So, kommen wir hier hin. Jetzt kommt uns erstmal jemand entgegen. Hier sind kleine Wasserfälle. Das ist der Zufluss des Sees. Okay, was mit dir? Mister? Hey, Partner? Der sieht ja aus wie... Wow, das könnte ein Goldsucher gewesen sein oder so, der in den Bergen unterwegs war. Vermute ich mal. Wahrscheinlich, wenn man sowas machen würde, Leute unterwegs ausrauben, vielleicht eine lohnende Beute, aber nicht für Arthur. Nicht für Arthur. Also ich muss sagen, die Gegend gefällt mir ausgezeichnet. Sehr schön hier. You told me you'd fix the wagon. You swore to me. I did fix it. It ain't my fault you drive like a goddamn maniac. I was getting us away from the goddamn law. Law you brought on us. Me? How long does it take to empty a register? Okay, das sind Diebe. You were shaking like a shitting dog. I thought your brother was a slow one. Guess I got that wrong, didn't I? Don't you start on that, you son of a bitch! Should have done that a long time ago. Hat er den erledigt? Warte mal. Vielleicht können wir mal was probieren, was wir noch nie gemacht haben. Wir können noch mal Leute mit dem Lasso einfach... Ja, ich glotze. I think maybe it's whoever's left gets to keep all this. I'm off to find a hand in a nearby town. That's all. Nothing to think on. Sister fucking book. So. Das ist auch... Warte, der schießt weiter? Ach so. Okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Na gut, dann machen wir es anders, Leute. You made your bed. Gut, dass er natürlich auch noch mit seiner Waffe feuern kann. Das ist nachvollziehbar. Ja gut, zwei Halunken weniger. Die Welt wird nicht trauern. Aber was mich interessiert ist, was hatten die hier offenbar für eine Beute? Das ist ja das Entscheidende. Aber alles, was ich hier sehe, ist nur Mist. Die hatten irgendjemanden ausgeraubt, ne? Irgendwie einen Griff in die Kasse, das ging ihnen alles zu langsam. Und jetzt haben sie ihr Pferd umgebracht. Auch traurig. Gut, vielleicht haben sie was in den Satteltaschen, dann müssen wir wieder das blöde Pferd beruhigen. Genau das habe ich befürchtet. Ach, Mensch. Na komm, dann versuchen wir es mal. Ewig Geduld habe ich nicht. Ich kann es aber gar nicht anvisieren. Hallo, Pferd. Ich könnte es reiten. Let's go.
Vielleicht kann ich es auf die Art und Weise beruhigen. Easy there. Ja, einmal streicheln. Kommt, wir geben mal ein Plätzchen ab. Scotch wird ein bisschen neidisch sein. So, lässt du mich jetzt mal ran an deine Satteltaschen? Das wäre sehr freundlich. $12. Na gut, das könnte schon so ein kleiner Raub gewesen sein. Also, das ist die beste Art, mit dem Pferd umzugehen. Einmal raufsetzen, einmal tätscheln, einmal Haferplätzchen. Soweit zu dem Thema. Warum lässt es uns auf die eine Seite und nicht auf die andere Seite? Was ist das für ein doofes Pferd? Ich nehme jetzt nichts davon. Ich nehme irgendwas Schönes hier. Ach, so viel Schönes haben wir nicht. Nehmen wir Dosen Erdbeeren. Na, Medizin wäre aber auch ganz gut. Nicht, dass hier irgendwas noch passiert. Haben wir vielleicht ein schwächeres? Wunder brauche ich nicht. Nehmen wir so ein angebrochenes. Das genügt völlig jetzt für diesen Moment. Okay. Verlassen wir diesen komischen Ort. Ich gucke mir nur einmal um, aber... Das blutige Pferd sehen wir. Also... Da hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr von erhofft. Ist aber egal. $12. Das ist aber auch ein schöner Fluss, wie er da oben runterkommt, die Berge. Was ist... Ah, hier ist dann sozusagen die Grenze. Da geht es nicht mehr weiter für uns. Gut, das heißt, unser Plan ist eigentlich, hier diesen Weg weiter entlang zu reiten, um... irgendwann dort hochzukommen. Ich denke, wir werden noch mal... Ei. Was haben wir denn hier für einen Freund? Wir nehmen mal das Rolling Block. Ich will mal gucken, was wir hier haben. Ein Schwarzbär. Würde mal interessieren. Bin nicht sicher, ob wir noch ein Bärenfell benötigen. Scotch wird ein bisschen nervös. Wo ist er jetzt hin? Ich habe ihn leider gerade verloren. Ist irgendwo ins Gebüsch. Was ist mit dir? Na gut, okay. Hätte gepasst, aber wir reiten weiter. Da ist ein Puma, oder was? Was ist denn hier los, Leute? Das ist ja wohl verrückt. Was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los in der Gegend? Meine Herren, ein schönes Puma-Fell, das hätte ich allerdings gebraucht. Wir müssen nochmal eine Arznei nehmen. Der ist aber wirklich schnell. So. Wir werden das Fleisch, denke ich mal, mitnehmen. Das olle Fell. Ich weiß nicht. Das ist nichts mehr wert. Hauptsache, der Typ ist nicht über unseren Hut geritten. Obwohl. Jetzt haben wir das mal gesehen. Das wurde jetzt zum guten Puma-Fell, weil wir das Amulett haben. Erst im Moment des Häutens wird das Amulett sozusagen aktiv. Ich verstehe. Was in den Kommentaren noch etwas umstritten ist, da gab es unterschiedliche Aussagen, ist, ob man, wenn sozusagen ein Tier nur Stufe 2 ist, ob das Amulett dann auch nach dem Häuten Stufe 3 Sachen erzeugt. Mehrere Leute haben inzwischen glaubwürdig gesagt, ja, das wäre so. Andere bestreiten das weiter. Ein interessanter Disput. Ja. Ich werde das irgendwann auch nochmal austesten. Was ist hier eigentlich los? Warum ist hier dieser Wald so wahnsinnig abgestorben? Easy now. Vermutlich gibt es hier kein großes Geheimnis. Wahrscheinlich irgendwie nur... Irgendein Borkenkäfer, der hier alles vernichtet hat, sieht nicht menschlichen Ursprungs aus. Glaube ich zumindest.
So, die Schweine quieken wie wild. Ja. Da sehe ich mal wieder ein Eichhörnchen. Ah, das war der Waschbär. Das war ein Grauhörnchen. Aber leider ist gerade hinter dem Stein gewesen, als ich abgedrückt habe. Hat es Glück gehabt. Ja. Oha. Unsere Klamotten sind schon wieder sehr, sehr... War das jetzt eigentlich... War das eigentlich jetzt der Puma von eben? Oder der Puma aus der Höhle? Ich glaube von eben, ne? So, da hinten sehen wir schon das Gebiet, was wir eigentlich erkunden wollen. Aber bevor wir das tun, werden wir hier irgendwo unser Lager aufschlagen. Und schaut mal, wir sehen den Mond schon. Das ist ganz interessant. Das ist ganz interessant. Dann ist vielleicht diese Nacht die Nacht der Nächte. Denn das ist ja so eine Art Halbmond, könnte man eigentlich argumentieren. Dann bin ich schon am Überlegen, ob wir nicht die Mount Shan-Geschichte nochmal angehen. Die Frage ist, wenn wir jetzt ein Lager aufschlagen, können wir eigentlich bis mitten in die Nacht warten? Ist das möglich? Wir probieren es mal aus. Ich glaube ja. Ich habe es ja noch nie gemacht. Deswegen habe ich auch noch nie darauf geachtet. Also, ich habe es noch nie vorgehabt. Lasst uns erstmal das Puma-Fleisch kochen. So viel Zeit muss sein. Großwildfleisch. Haben wir da noch ein bisschen was? Nein, wir haben keine Kochkräuter. Nach wie vor nicht. Woher auch? Arthur ist nicht so der große Sammler. So, wir essen mit Sicherheit. Und ich habe geguckt, Arthur ist tatsächlich immer noch ein bisschen untergewichtig. Deswegen werden wir, glaube ich, gleich noch ein dickes Stück Fleisch hinterher kauen. Und das dritte werden wir einstecken. Gut, soweit so gut. Jetzt aufbrühen und so weiter. Sehniges Fleisch brauchen wir jetzt nicht. Jetzt gucke ich mal, ob ich bis mitten in die Nacht... Ja, wir können bis in die Nacht schlafen. Das ist ja hervorragend. Dann machen wir das jetzt mal. 4 Stunden Schlaf und dann werden wir des Nächtens dort hochsteigen. Und dann müssen wir allerdings auf die richtige Uhrzeit warten. Auf 2:30. In der Hoffnung, dass da irgendwas passieren wird. Brechen wir das Lager ab. Wir erinnern uns, es ging um diese komischen, möglicherweise Außerirdischen, die uns hier besuchen oder abholen, was auch immer. Okay, wie spät haben wir es jetzt? Beziehungsweise halt, erstmal gucken, wie spät. 0:05 Uhr. Wir haben jetzt ungefähr 1,5 Stunden, nicht ganz 1,5 Stunden, um da hochzukommen. Ihr erinnert euch. So, auf geht's. Hier ist unser Pfad. Ist gut. Vielleicht so irgendwelche Schlangen und wilden Tiere, unangenehm. Hier geht's hoch. Oh ja. Was ich jetzt immer noch nicht weiß, ob der Mond sich tatsächlich auch verändert. Also ob es verschiedene Mondphasen hier gibt. Dann könnte es natürlich schon wieder der falsche Zeitpunkt sein. Die Wolken lösen sich auf jeden Fall wunderbar auf. Wir haben beste Sicht. Wir sind an diesem ersten interessanten Punkt. Da hatten wir das letzte Mal irgendwelche Überreste gefunden. Ich glaube, die liegen da noch. Schwer zu sehen, ich weiß es nicht. Da drüben
Da war dieser besonders mysteriöse Ort. Ich würde sagen, da werden wir jetzt mal hingehen. Der Himmel ist auf jeden Fall ideal geeignet jetzt. Okay, Scotch, du bleibst hier. Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier gut hochkamen. Ja. Okay, gut, das war der Ort. Das war der Ort, über den wir viel gerätselt haben. Es ist kalt. Es ist sehr kalt und wir haben keine richtige Winterkleidung, aber das muss Arthur jetzt mal ein bisschen aushalten. Minus 10 Grad sind hier oben. Oh mein Gott. Sehr schrecklich. Gut. So, jetzt ein bisschen mehr Geduld. Da stand doch was von 13:30, oder? Ich würde mal sagen, wir nutzen die Zeit und schauen mal ins Tagebuch, was er in den letzten Tagen so geschrieben hat. Er hat erstmal Zeichnungen gemacht. Weitere Zeichnungen. Ah, die Deputy-Geschichte. Hilfs-Sheriff. Jetzt haben wir wirklich den Höhepunkt des Wahnsinns erreicht. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich ein vereidigter Gesetzeshüter. Wir sind mit einem strohdummen Hilfs-Sheriff losgezogen, um für den alkoholgetränkten Sheriff Gray ein paar Schwarzbrenner zu jagen. Dutch ist überzeugt, dass uns das irgendwie zu unvorstellbarem Reichtum führen wird. Offenbar bekämpft hier ein mächtiger Familienclan, die Grays aus Schottland, einen anderen, stolz Engländer namens Braithwaite, wie bei einem ewig andauernden Grenzstreit oder so. Offenbar geht es dabei um Gold oder Frauen oder so, und wenn dabei wirklich Gold im Spiel ist, dann wollen wir es haben. Auf jeden Fall stecken wir so tief in den Sümpfen und haben selbst so wenig Ahnung, wo genau wir sind, dass die Pinkertons und andere Gesetzeshüter hoffentlich lange brauchen, um uns zu finden. Wir werden sehen. In der Zwischenzeit erwartet uns wohl eine neue Karriere als Verbrechensbekämpfer. Offenbar gibt es hier neben unseren sonstigen Problemen noch eine Bande namens Lemoyne-Räuber, die keine Zugereisten mag und auch niemanden, der nicht in der weit entfernten Vergangenheit lebt. Gut, warte mal, bevor wir irgendwas verpassen, schaue ich mich kurz um. Also der Mond ist auf jeden Fall... Nee, das ist Vollmond, Leute, oder? Oder ist das, soll das ein Halbmond sein? Wie spät haben wir es? 1:06 Uhr. Langsam beginnt die spannende Phase. Bleiben wir mal hier. Lesen wir mal nicht weiter. Das wäre natürlich fatal, wenn wir was verpassen würden. Verfriert sich einen ab. Uhr. Es wird wärmer, minus 4 Grad. Also, auf jeden Fall irgendwie unheimlich. Uhr. Passiert hier irgendetwas? Der Mond ist verschwunden. Hinter den Wolken. Die Wolken ziehen hier ganz schön zu, den Himmel. Jetzt verschwinden sie wieder, lösen sich auf. Wir sehen den Halbmond ganz klar.
Das ist definitiv ein Halbmond. Aber es ist schon nach 1.30 Uhr. Also die Prophezeiung scheint sich zumindest heute Nacht nicht zu wiederholen. Okay. Gut. Ich meinte, vielleicht passiert bis um 2 noch was. Jetzt beginnen wir echt zu frieren. Wir müssen uns irgendwie aufwärmen. Vielleicht indem wir ein bisschen Dosenmais essen. Und wir gucken nochmal in dieses Dokument, was wir gefunden haben. War das ein Brief? Oder war das eine Notiz? Geheimnisvolle Predigt, das war's. Zur zweiten Stunde unter dem Halbmond. Ah, es ist gar nicht halb zwei gewesen, Leute. Es ist um 2. 1.48 Uhr. Es kann noch alles passieren. Bleiben wir dran. Zur zweiten Stunde. Sagt uns der Schatten hier irgendwas? Nee. Außer, dass genau in der Richtung der Mond steht, wo dieser Pfeil... Oh, schaut mal, ja. Der Mond bewegt sich ja auch, glaube ich, ne? Das könnte es vielleicht sein. Dass da der Mond stehen muss. 1.56 Uhr, Leute. Also, jetzt muss irgendwas passieren. Oder auch nicht. Es muss gar nichts. Zwei Uhr vorbei. Habe ich irgendwas blitzen sehen? Aber ich glaube, das sind nur so funkelnde Sterne. Im Hintergrund, ja, ja. Ich sehe es jetzt mehr und deutlicher. Ja, Leute. Ich glaube zunehmend, das waren absolute Spinner. Aber immerhin, wir haben die Sache jetzt einmal überprüft. Halbmond ist es gewesen. Um 2 ist es auch gewesen. Also, hier zumindest ist nichts. Vielleicht waren wir am falschen Ort, aber... Mount Shen ist relativ eindeutig und das... Nun gut, es ist nicht der höchste Punkt. Es ist hier ein Punkt mit so einem besonderen Artefakt. Aber ich glaube nicht. Ich werde jetzt nicht noch irgendwelche X-Versuche machen, um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Es ist Hokuspokus, Leute. Es ist Aberglaube von irgendwelchen Verrückten, die sich selbst umgebracht haben. Wir schauen nochmal, weil wir jetzt das angefangen haben, die restlichen Tagebuchseiten an und dann hauen wir hier ab. Und da ist auch nichts mehr, außer, ha, unsere Hörnchen. Die hat er hier dokumentiert, die Hörnchenjagd. Gut, dann verabschiede ich mich ein letztes Mal von euch hier vom Gipfel des Mount Shen. Bezweifle, dass wir hier nochmal hochgehen werden. Und wir unternehmen dann das nächste Mal diese Expedition hier hoch den Little Creek River. Bis dahin, macht's gut, euer Steinball.